Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie Sie verschiedene Fehler und Probleme beheben, die bei Verwendung eines USB-Laufwerks auftreten können. Beispielsweise erkennt der Computer das USB-Laufwerk nicht, die Lautstärke ist gesunken, das USB-Stick wird im RAW-System erkannt oder Windows kann das Dateisystem nicht ermitteln. Die meldenden Datenträger einlegen, wenn das USB-Laufwerk angeschlossen ist und so weiter. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Probleme und Methoden zu ihrer Lösung auch für externe Festplatten und Speicherkarten relevant sind. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn ich beispielsweise versuche, ein an meinen PC angeschlossenes USB-Laufwerk zu öffnen, wird unter Windows die Fehlermeldung Datenträger im Gerät einlegen angezeigt. Eine relativ einfache und sehr produktive Möglichkeit zur Lösung der oben genannten Probleme einschließlich dieses besteht darin, die Festplatte und ihre Partitionen mit dem Befehl Clean und dem Tool Diskpark zu bereinigen. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass dieser Vorgang das gesamte Laufwerk vollständig löscht. Vergewissern Sie sich daher, dass das richtige Gerät ausgewählt ist, da sonst möglicherweise Daten vom falschen Laufwerk gelöscht werden. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus. Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass das zu reinigende USB-Laufwerk, die Speicherkarte oder die externe Festplatte an den Computer angeschlossen ist. Geben Sie als nächstes den Befehl diskpart und dann listdisk ein. Es wird eine Liste aller auf dem Computer installierten Laufwerke angezeigt. In meinem Fall müssen Sie dieses USB-Laufwerk löschen. Seid vorsichtig. Wenn Sie die falsche Datenträgernummer auswählen, wird diese gelöscht und möglicherweise gehen wichtige Daten verloren. Geben Sie anschließend den Befehl SelectDisk und die Nummer des gewünschten Laufwerks ein. Das heißt, mit diesem Befehl wählen wir das angegebene Laufwerk aus und jetzt werden alle Aktionen damit ausgeführt. Um die Partitionstabelle des USB-Laufwerks vollständig zu löschen, geben Sie den Befehl Clean ein und drücken Sie Enter. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Bericht Die Datenträgerbereinigung war erfolgreich angezeigt. Geben Sie als nächstes Create Partition Primary, das heißt, erstellen Sie die Hauptpartition auf dem USB-Laufwerk und wählen Sie diese Partition aus, um mit dem Befehl Select Partition 1 damit zu arbeiten. Jetzt müssen wir das USB-Laufwerk im angegebenen Dateisystem formatieren, zum Beispiel in NTFS. Geben Sie dazu den Befehl Format FS gleich NTFS Quick ein. Das heißt, führen Sie eine Schnellformatierung des USB-Laufwerks durch. Wenn Sie das Präfix Quick entnehmen, wird die normale Formatierung ausgeführt, was viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Zum Beispiel wählen wir eine schnelle Formatierung, drücken die Eingabetaste und warten zu 100%, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Ordnen Sie als nächstes den Buchstaben dieses Laufwerks zu, zum Beispiel M, indem Sie den Befehl Assign Letter gleich verwenden. Danach beenden wir die Arbeit von Diskpart mit dem Befehl Beenden, schließen die Befehlszeile, gehen in den Explorer und prüfen, ob unser Laufwerk voll funktionsfähig ist. Zum Beispiel erstelle ich einfach einen Ordner mit dem Namen Test auf einem USB-Laufwerk. Wie Sie sehen, funktioniert das USB-Laufwerk einwandfrei und es gibt keine Probleme.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal Hetman Software. Daumen hoch, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, viel Spaß!